Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du eingeschalten hast. Ja, warum sind wir oft so gewaltvoll miteinander, wenn wir miteinander kommunizieren oder auch miteinander schreiben? Und wie können wir lernen, eine gewaltfreie Kommunikation anzuwenden? Bringt es denn etwas, wenn zwei unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinanderprallen? Das möchte ich jetzt erfahren von Viktoria Rakura, die heute bei mir zu Gast ist. Gewaltfreie Kommunikation. Ich wünsche dir viel Spaß im Interview. Hallo Viktoria, schön, Hallo dass du in Jana. Dresden bist. Ich freue mich. Dankeschön. Ich freue mich auch total. Wir haben heute gewaltfreie Kommunikation und genau, du bist heute aus Berlin angereist, aber kommst ja ursprünglich aus Litauen. Richtig. Was hat dich nach Deutschland geführt? Genau, ich bin Litauerin und lebe seit vielen Jahren in Deutschland, in Berlin. Irgendwann bin ich nach Berlin gekommen und so wie Berlin ist, man kann den nicht verlassen. Okay. Ich habe auch von vielen Freunden und so gehört, dass ein Mensch, der länger als 6 Monate in Berlin gelebt hat, kann Berlin nicht mehr verlassen. Und so ist es auch mit mir passiert. Du fühlst dich da also sehr, sehr wohl. Genau. Wie bist du denn dann zur gewaltfreien Kommunikation gekommen? Wie bin ich überhaupt zur Kommunikation gekommen? Ich habe ja schon in Litauen Philosophie studiert, Philosophie und Pädagogik und ein bisschen Ethik und ein bisschen Psychologie, und das hat mich immer sehr interessiert. Also da sehe ich immer sehr viele Analogien in sich, und dann in Deutschland, das ist auch lange Geschichte, in Deutschland habe ich ja Kommunikationswissenschaften studiert. Und so bin ich ja zur Kommunikation gekommen. Nach meinem Studium habe ich ja im Personalbereich gearbeitet und irgendwann habe ich bemerkt, dass schon da habe ich ja meine Kandidaten, meine Bewerber auf dem Weg zum Beruf schon gecoacht. Also das kam einfach automatisch irgendwie so ganz normal. Und jetzt benutze ich viele Beispiele aus meinem Beruf von damals. So, und parallel dazu habe ich mich damals auch als Trainerin entwickelt und habe eine Ausbildung für Kommunikation, Körpersprache, Menschenkenntnis, Charakterkunde und viel Selbsterkenntnis abgeschlossen bei Bennett Bewirth. Naja, Genau. den Genau. haben wir auch schon zu Gast bei uns. Genau. Wie ist denn überhaupt die gewaltfreie Kommunikation entstanden? Gewaltfreie Kommunikation ist ja auch ein Teil der Kommunikation, das ist auch ein Modell. Und das wurde von dem amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg in ungefähr 1960 erfunden, oder er hat das Modell ja auch so festgelegt, So entwickelt. entwickelt genau. Und schon damals, in seinen Jugendjahren, hat er beobachtet, er war ja selber Jude, aus jüdischer Familie, und schon damals, so das war in den 40er Jahren, hat er bemerkt, dass viele Konflikte kommen ja aus dem Rassismusbasis in Amerika. Und schon damals hat er überlegt, also wie kann man das vielleicht auch ein bisschen friedvoller machen. So, und das ist ja der Sinn der Sache, dieses Modell zum friedvollen Kommunizieren zu benutzen. Und wie jedes andere Modell in Kommunikation, in Psychologie oder in jede andere Wissenschaft, das kann man jetzt nicht ganz universell benutzen oder so. Das ist so, in meinen Seminaren zum Beispiel, und du weißt, ich bin ja Trainerin für Kommunikation und Körpersprache, sage ich immer am Anfang: Bitte alles, was ich euch erzähle, ihr entscheidet, was euch schmeckt. Das hört sich gut Ja, an. das ist so wie in einem Restaurant: Wir benutzen ja auch nicht das ganze Menü, wir bestellen nicht das ganze Menü. Ja, wir bestellen nur das, was uns schmeckt, was gesund ist, was wir so, worauf wir Lust haben. Und so ist es auch ich denke, in jedem
Wissensbereich. Und in gewaltfreien Kommunikation auch. Also jeder kann da so ein bisschen was für sich finden. Ja, ja. Genau. Nun haben wir ja nicht mehr 1960, das ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Welchen Sinn macht denn gewaltfreie Kommunikation heute noch? Riesensinn. Und zwar, gewaltfreie Kommunikation fängt damit an, meiner Meinung nach, und natürlich jeder Trainer benutzt jedes Modell auch für sich selbst und blendet das auch mit anderem Wissen. Mhm. Und so ist es bei mir auch. Ich finde, dass jeder Mensch, der irgendwann mit Kommunikation überhaupt sich beschäftigt hat, weiß, dass Kommunikation fängt bei sich selbst an. Und zum Beispiel Körpersprache, ja. Viele sagen Körpersprache, da geht es darum, um die Wirkung. Also wie, jetzt mache ich so und so und jetzt wirke ich anders. Ich sage, ja natürlich, nur du lernst das erst bei sich selbst. Nur wenn du das an sich selbst merkst und anwendest, kannst du das auch bei dem anderen sehen. So. Und jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wird wahrscheinlich auch wissen oder verstehen, dass in Kommunikation gibt es auch Sender und Empfänger. Mhm. Und jeder von uns, Sender und Empfänger, ist oder lebt auf eigenem Kommunikationsplaneten. Und leider Gottes sind wir auch alleine in der Welt, aus Sicht der Kommunikation. Okay. Und das, was auf meinem Planeten sich abspielt, das, was da los ist, das ist ja auch für mich richtig. So. Und da fängt gewaltfreie Kommunikation auch an, an diesem Verständnis, meiner Meinung nach. Dass jeder, der versteht, okay, ich bin alleine auf meinem Planeten und du bist alleine auf deinem Planeten und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, zusammenzufinden, genau. Genau. Okay, und da beginnt im Prinzip dann auch so die Basis der gewaltfreien Kommunikation? Für mich ja, auf jeden Fall. Ich benutze auch gerne so Bilder, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Was ist da alles bei ihm im Gehirn? Erstmal. Viel. Ja, schon viel. Und was, so ungefähr? Hast du was im Gehirn ist? Mhm. Was? Ja, gut. So, kommt auf die Welt, was hat er alles im Gehirn? Naja, will wahrscheinlich erstmal zu Mutti. Mhm. Schreit. Also er schreit. Ja, er schreit. Er hat Instinkte. Ja. Richtig? Genau. Dann weiß er schon, dass seine Mutter irgendwo da ist. Mhm. Also der Vater. Vielleicht auch der Vater, also er hat die Informationen, die er in den ersten 9 Monaten der Schwangerschaft irgendwie mitbekommen hat, ja, durch Empfindungen. So, dann wissen seine Haare, wie die zu wachsen haben, also Gene. Hm. Und das war's, die 3 Sachen. Ja, also Instinkte, Informationen und die Gene. Mhm. So. Und außerdem gibt es erstmal gar nichts, oder? Mhm. Genau. Und dann wächst das Kind und kommuniziert mit der Welt. Und was versucht die Welt, ihm alles beizubringen? Ihn zu verändern. Ihn zu erziehen. Ihn Wir zu nennen erziehen. Das die Erziehung. Richtig. Ob die so, Welt versucht, ob die so positiv ist, dahingestellt. Die Welt versucht, ihn normal erstmal zu machen. Also nach unseren Normen, gesellschaftlichen Normen, jede Gesellschaft hat ja irgendwelche Normen, Werte und so weiter, das Kind zu erziehen, also normal zu machen. So, und so fängt das an, also diese Differenzierung. Hm. Die Basis ist ja, dass jeder ist in diesem normalen Bereich bei sich zu Hause. So, und die Umwelt installiert uns ins Gehirn unser Moral. Also wir wissen, was gut, was schlecht ist. Mhm. Programme. Irgendwann haben wir so verschiedene Programmierungen.
Zum Beispiel Programm, ich denke an dich, ich denke an mich. Zuerst an dich und dann an mich oder umgekehrt. Mhm. Ich denke zuerst an dich und dann an mich. Werte und Glaubenssätze. Mhm. Und das ist das, was so unser Planet quasi ausmacht. Und das, was auf meinem Planet sich abspielt, ist für mich absolut normal. So, und dieses Verständnis erstmal zu gewinnen, dass das, was ich will, das, was ich mache, das, was ich denke, ist erst für mich nur normal, vielleicht nicht für dich, das ist die Basis von jeder Kommunikation. Und das Ziel von jeder Kommunikation ist ja, meine Bilder, meine Informationen, und dann kommen wir auch später dazu, meine Bedürfnisse dem anderen zu übermitteln. So gut, wie ich kann. Hm. Durch die Sprache. Also Sprache ist ja in dem Sinne, ist ja sowas wie ein DHL-Bote. Also wir versuchen ja unsere Bildung, unsere Informationen durch die Sprache an den anderen zu übermitteln, also zu überzusenden. Ob das klappt oder ob das immer klappt, das ist ja noch die Frage. Und die gewaltfreie Kommunikation versucht das friedvoller und harmonischer zu machen für alle, für Sender und Empfänger. Hast du schon gesagt, gewaltfreie Kommunikation fängt da an, wo zwei Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Genau. Aber wann beginne ich damit, wenn ich merke, dass der andere mich nicht versteht? Oder kann, wendet man das dann generell an? Oder wie sieht das aus? Wenn wir jetzt bei gewaltfreien Kommunikation bleiben, hast du vielleicht auch gehört, dass Rosenberg hat ja da zwei Tiere benutzt. Wolf und Giraffe. Giraffe, Genau, Giraffe. Und in Kommunikation sagen wir, okay, diese zwei Tiere, die entsprechen den zwei Zuständen. So, der Wolf, das ist ja einer, der ja so egozentrischer ist und achtet eher auf sich und auf seine Bedürfnisse und das, was er will, auf seine Wünsche. Und versucht, seine Wünsche und Bedürfnisse und das, was er so vorhat, an den anderen direkt zu übermitteln. Mhm. So, und Giraffe ist ja ein Tier, das so von oben nach unten schaut. Mhm. Und versucht, die Situation von außen zu beobachten erstmal. Mhm. Und die Situation auch nicht zu bewerten. So, der sagt, okay, ich schaue jetzt mal, was so passiert. Und in Kommunikation sagen wir, der Wolf, das ist ja einer, der im assoziierten Zustand ist. Und assoziierter Zustand ist bei einem Menschen, der sich selbst nicht kontrollieren kann. Der so von eigenen Gefühlen und Emotionen betroffen ist, dass er sich selber nicht mehr sieht. Mhm. Nicht kontrollierbar ist in dem Moment. Also ein bisschen so wie ein Choleriker oder? Zum Beispiel. Hm. Also ich bin mir sicher, dass jeder von uns war schon mehrmals in diesem assoziierten Zustand. Ja, wenn man dann so in Rage kommt oder dann. Genau, genau. Das kann man ja auch wunderbar durch die Körpersprache beobachten. Und es gibt ja noch Steigerungen diesem Zustand. So, und Giraffe ist ja ein Tier, dieser Zustand, wo wir sagen, das ist dissoziierter Zustand. Das heißt, die Giraffe, die steigt ja aus der Situation raus und schaut es von außen. Ein bisschen aus der Vogelperspektive. Genau, genau. Und so überlegt, okay, was passiert da eigentlich? Was kann man machen und wie kann man die Situation kontrollieren? Oder ich schaue mir das erstmal an. So, und meiner Meinung nach, das ist ja auch der allererste Schritt in jeder Kommunikation. Diese Beobachtungsgabe,
die jeder Mensch auch besitzt, nur nicht jeder auch nutzt. Rosenberg hat ja diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation definiert. Ich nenne das BGBB, Beobachtung, also erstes B für Beobachtung, G für Gefühl, und dann B für Bedürfnis und das letzte B für Bitte. Es fängt ja immer mit Beobachtung an. So wie Giraffe beobachtet die Situation von oben und kann dadurch viel mehr sehen, so sollte auch jeder Mensch, bevor er was bewertet, die Situation eigentlich beobachten und schauen, was passiert, ohne es zu bewerten. Und hier ist schon die erste Herausforderung, Beobachtung ohne Bewertung. Versuchen wir mal einfach einen Kaffee zu trinken und diesen Prozess zu beobachten, ohne es zu bewerten, ob das auch klappt. Weil das passiert ja automatisch bei uns im Gehirn. Wir müssen ja sofort bewerten, es schmeckt es nicht. Ja, weil wir auch einen ganzen Tag Entscheidungen treffen müssen. Genau. Ist es heiß, ist es nicht heiß, trinke ich das jetzt oder vielleicht gebe ich das zurück. Und hier ist die erste Herausforderung, es zu schauen, was passiert überhaupt, ohne es zu bewerten. Und in der Kommunikation zwischen zwei Menschen ist es nicht immer so einfach. Du hast ja von der Giraffe gesprochen. Sind das die sogenannten Giraffenschritte? Ja, genau. Der Rosenberg, der hat ja immer von einem Menschen, der schon ein bisschen bewusst ist, gesprochen. Okay. Dieses Modell gewaltfreier Kommunikation, das kann man ja auch aus sehr verschiedenen Niveaus oder Levels auch benutzen oder anwenden. Ja. Es geht ja an sich nicht um ein rhetorisches Modell, nicht um ein sprachliches Muster. Auf dem Niveau kann man das natürlich auch benutzen, sondern eher um diesen ersten Schritt. Beobachte sich selbst und daraus resultierend, also aus dieser Situation resultierend auch Gefühle. Also der zweite Schritt ist ja Gefühl. Zuerst ist ja Beobachtung und dann Gefühl. Also was haben wir dann für Gefühle? Ja, okay, ich habe jetzt einen Kaffee bestellt und jetzt trinke ich den Kaffee und ich achte auf mein Gefühl. Was entsteht da für ein Gefühl? In Kommunikation mit Menschen, ich rede vielleicht oder kommuniziere, was für ein Gefühl entsteht bei mir? Wenn es ein Konflikt ist, ich versuche erstmal diesen Konflikt von außen anzuschauen und ohne Bewertung, ich versuche es ohne das zu bewerten, zu beschreiben. Und ich schaue, was für ein Gefühl entsteht in mir. Das wäre jetzt der zweite Schritt von den vier. Von den vier, genau. Was ist dann der dritte und der vierte? Dann gibt es noch einen Babyschritt. Ein Babyschritt, genau. Okay. In diesem zweiten Schritt, da wo wir unsere Gefühle erstmal beobachten, meiner Meinung nach wieder, die größte Herausforderung ist hier zu unterscheiden, woher kommt dieses Gefühl? Hat es was mit mir zu tun? Hat es mit meinem
mit meiner Persönlichkeit was zu tun? Hat es mit meinen Bildern was zu tun? Hat es mit meinem Planeten was zu tun? Hat es vielleicht mit meinen Programmen was zu tun? Mit meinen Glaubenssätzen was zu tun? Werten, Moral und so weiter und so weiter? Oder das hat was mit anderem zu tun, mit dem anderen. Und das ist ein Riesen-Babyschritt, sage ich. Ein Riesen-Babyschritt. Das erstmal zu unterscheiden. Hm. Hat das was mit mir zu tun? Also kommen diese Gefühle, weil ich vielleicht so... Was ja, sag ich mal, meistens auch dann der Fall ist. Genau. Oder mache ich dieses Gefühl von einem anderen abhängig? Also ganz einfach, warum fühle ich mich so? Ja. Also, dass man sich quasi von diesem Gefühl beeinflussen lässt. So. Genau. Man kennt das ja vielleicht, man hat gute Laune und dann kommt jemand, der hat schlechte Laune. Und dann überträgt sich das. Man kann es natürlich auch andersherum übertragen. In der Art und Weise. Sozusagen. Genau. Hm. Genau. Oder wenn irgendwas mir nicht gefallen hat, warum gefällt es mir nicht? Hm. Und nicht einfach, es gefällt mir nicht, sondern was steckt dahinter? Warum? Also du musst auf diesen Kern kommen. Was ist das, was mir so dieses unangenehme Gefühl gibt? Und ganz oft stellen wir fest, dass das hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Hm. Gar nichts zu tun. Also einfach, wenn ich jemanden nicht mag oder mit einer Situation nicht zurechtkomme, dass ich erstmal darüber nachdenke, warum ist es jetzt so, bevor ich dann einfach auf denjenigen einrede oder losbreche und sage so. Genau. Hm. Genau. Was ja leider die meisten, sage ich mal, tun. Ja. Und Entschuldigung, ja? Dass ich dich jetzt unterbreche. Und der nächste Schritt wäre ja, aus diesem Gefühl eigenes Bedürfnis zu entschlüsseln und über dieses Bedürfnis dann zu kommunizieren. Also eine Bitte formulieren. So einen Rahmen stecken. Genau. Hm, hm. Und der Rosenberg ist ja davon ausgegangen, dass jeder, der jetzt das Bedürfnis des anderen auch versteht, wird es auch respektieren. Zumindest sollte es so sein. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ja, das ist so eigentlich auch die nächste Frage, die ich hatte. Wenn jetzt da zwei unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander prallen und ja, man kennt das ja immer so ein bisschen auch aus der, also ich kenne das eigentlich eher aus der Situation, wenn Leute so eine Paartherapie machen und meistens die Dame will jetzt unbedingt da kommunizieren und möchte da etwas für die Beziehung tun und dann kommt ja ganz oft diese Reaktion, aber von meinem Mann kommt gar nichts. Und jetzt stelle ich mir das ungefähr so ähnlich vor, wenn ich jetzt versuche, okay, erst über die Dinge nachzudenken, ich habe jetzt einen Konflikt mit einer Freundin und versuche ihr da eigentlich noch entgegenzukommen und sie ist aber so jemand, die jetzt so voll nach vorne prescht und diese ganzen Sachen jetzt gar nicht beachtet. Welche Möglichkeit habe ich dann mit dieser gewaltfreien Kommunikation? Ich habe die ganze Zeit versucht, ein Beispiel zu bringen, was nicht im privaten, persönlichen Bereich liegt oder nicht im Beziehungsbereich. Ja, ja. Aber eigentlich komme ich nicht auf was anderes. Ja, das ist schwierig, ne? Weil alle solche Beispiele... Ja, aber man hat ja auch auf Arbeit mit dem eigenen Chef zum Beispiel. Mhm. Wir haben Möglichkeiten aus Kommunikation, wir haben immer eine Möglichkeit, den Menschen aus einem assoziierten Zustand in den dissoziierten Zustand zu bringen. Mhm. Durch unsere Sprache. Das dauert vielleicht ein bisschen bei dem anderen. Es kommt ja darauf an, in welchem, wie fortgeschritten ist er in diesem assoziierten Zustand. Ja, ja. Weil der schlimmste oder die höchste Stufe ist der Reptiliengehirn. Mhm. Hast du davon was gehört? Von Reptiliengehirn? Na, dass man quasi mehrere Eindrücke gleichzeitig verarbeiten kann, oder? Mhm.
auch also Reptilien, genau. parallel verarbeiten kann. Und Reptiliengehirn, das ist ja unser Stammhirn, also das ist ja der älteste Teil des Gehirns. Und er ist ja nur für zwei Funktionen zuständig, jetzt wenn wir so schwarz-weiß reden. Und die sind ja Flucht, also angreifen, Flucht oder angreifen. Und wenn wir dann so die assoziiertesten Zustände eines sehr emotionalen Menschen uns anschauen, dann ist es meistens entweder kämpfen oder flüchten. Ja? Beides unangenehm. Beides unangenehm. So, und natürlich in dem Zustand kann man ja auch kommunikationsmäßig nicht viel erreichen. Meistens sind Menschen in diesem Zustand sehr unter Adrenalin, im sehr stressigen Zustand und das ganze Gehirn ist ja abgeschaltet. Also man soll ja abwarten, bis das vorbei geht. Und wenn es vorbei ist, dann durch die Sprache kann man ja auch versuchen, den aus diesem assoziierten, aus dem ich-zentrierten Zustand rauszuholen. Zum Beispiel, wenn ich sage, zum Beispiel ist ganz normale Situation, ein Mensch kommt immer zu spät. Ja? Und er weiß Ich schon, muss mich ja hier gar nicht umgucken im Raum. wieso? Was wozu? Aber red ruhig weiter, ja, jetzt wird's interessant. So, hier kommt schon, hier mache ich schon dissoziierte Kommunikation. Ich habe nur gesagt, ein Mensch kommt zu spät. Ich habe noch nie niemand erwähnt. So, aber du lachst schon. Ja? Ich habe noch nicht gesagt, dass du das bist. Ich habe das noch nicht gesagt. Aber du hast dich schon erkannt in dieser Dass Situation. ich? Nee, nee, nee. Ich nie. Mich habe ich daran erkannt. Ich bin die, die immer überpünktlich ist. Okay, haben wir Ich habe solche nur gesagt, Menschen dass alle in diesem Anwesenden Raum? im Raum gut zuhören sollten. Weil diese Menschen erkennen sich sofort Ja, deswegen lacht er schon alles. in dieser Situation. So, und das ist hier die Kunst von dissoziierten oder assoziierten Kommunikation. Indem ich muss das nicht erwähnen, ich muss nicht sagen, du kommst zu spät. Ich kann nur fragen, kennst du Menschen, die zu spät kommen? Ja? Und er erkennt sich sofort. Und dann wird er sich noch entschuldigen. Normalerweise. Ja? Weil er sagt, Und wann er kommt der weiß Punkt, schon. wo die das ändern? Indem sie das selber erkennen. So, wenn du sagst, du kommst wieder zu spät, dann wird er wieder sich verteidigen. Ja? Dann wird er wieder sagen, ja, aber. Er kann ja nichts dafür. Er kann nichts War nie dafür, seine es Schuld. war so, es war nicht seine Schuld und so weiter. Wenn du einfach sagst, ja, kennst du solche Menschen? Dann wird er sofort zugeben, ja, ich kenne solche Menschen. Und zwar sich selber. Ja? Und so liegen unsere Möglichkeiten der Kommunikation, wo wir den abholen können, da wo er eigentlich abgeholt werden möchte, dieser Mensch, ohne irgendwie mit Finger zeigen oder ohne ihn assoziiert zu machen. Weil sobald wir direkt kommunizieren und sagen, ja, du kommst wieder zu spät, dann ist er sofort im Minusbereich. Dann ist er sofort im nicht okay. Dann wird er sofort versuchen, sich zu verteidigen. Ja, und dann ist es schon, an der Stelle ist schon vorbei. Also dann musst du wieder versuchen, ihn wieder da abholen, wo er jetzt ist und versuchen, wieder in diesen dissoziierten Zustand zu bringen. Wo er Ja, das auch selber erkennt. ja. Das ist ja eigentlich in allem so. Also ich habe das tatsächlich auch mal gehört, auch wieder ein Thema Beziehung, dass man den Partner eigentlich gar nicht kritisieren sollte. Oder zumindest nicht immer das aufzählen sollte, was er falsch macht, sondern einfach eher das erwähnen soll, was man sich vielleicht wünscht. Oder eben auch diesen
Rahmen wieder zu stecken und zu sagen, okay, ich würde mir wünschen, also die Ich-Botschaften dann. Diese Ich-Botschaften, genau. Macht das, ist das auch so gewaltfreie Kommunikation? Ja. Also man beobachtet die Situation. Also da sind ja diese vier Schritte. Genau, anstatt zu sagen hier irgendwie, du beachtest mich ja gar nicht. Dann einfach zu das sagen, ist schon eine Bewertung. Genau, dann einfach zum Beispiel zu sagen, ich wünsche mir von dir einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Oder könnte man das dann so formulieren? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, nachdem du erstmal versucht hast, festzustellen, warum fühlst du dich so? Warum fühlst du dich erstmal, dass er dich nicht beachtet? Also mit wem hat es wirklich zu tun? Woher kommt dieses Gefühl? So, und wenn du feststellst, dass, okay, das Gefühl ist wirklich, ja, vielleicht hat das was mit mir zu tun, aber das ist mein Partner und ich möchte von ihm ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dann formulierst du das in Ich-Form und versuchst das in der dissoziierten Form noch rüberzubringen. Mein Allerliebster, das würde mich sehr glücklich machen, wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen. Du sagst nicht, du sollst was machen. Ach so, sondern wir. Sondern du beschreibst die Situation wieder. Du steckst denn nicht in die Situation und sagst, ja, ich möchte mehr. Also ich könnte dann zum Beispiel auch sagen, ich wünsche mir, dass wir das nächste Mal pünktlich anfangen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Sehr schön, dann hat man das Problem geklärt. So, wie wirkt das? Gut, oder? Schon besser. Wie wichtig ist denn Spiritualität im Prozess der gewaltfreien Kommunikation? Spiritualität. Ich liebe Spiritualität. Das heißt, für dich ist es schon mal sehr wichtig. Ja, ich versuche dabei, meine eigene Körpersprache zu beachten, weil für Menschen, hier zum Beispiel das, was du gemacht hast, ist für dich Spiritualität wichtig? Ja. Ja. Hast du gerade mit deiner Körpersprache gezeigt? Hast du bemerkt, was du gemacht hast? Ich war stolz. Ja? Wie hast du das körpersprachlich gezeigt? Ich habe gelächelt. Ja, und du hast deine Brille. Ah ja, stimmt, das habe ich mal gehört. Wenn einem was wichtig ist, dann schiebt man die Brille hoch. Richtig, richtig. Das heißt, dahinter steckt deine Emotion. So, und es gibt Menschen, die zeigen das zum Beispiel mit seinen Augenbrauen. Oder die rücken dann die Brille so zurecht. Die sagen, ach, die Brille ist gerade jetzt abgerutscht. Ja. So. Ihr habt ja letztes Mal mit Bernhard Perwirth über Numerologie gesprochen. Ja. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Also meine numerologische Auswertung bekommen. Und eine von den Zahlen, die ich habe, ist ja auch die 11. Und 11 steht für Spiritualität. Deswegen alles, was nicht normal ist, interessiert mich. Alles, was nicht mit Rationalem zu tun hat, interessiert mich. So, und in der Kommunikation, die Frage ist ja, was ist Spiritualität erstmal für dich und für jeden anderen? Und jeder wird da auch anders antworten. Anders antworten. Schwierig auch irgendwie, finde ich, zu definieren, was es eigentlich ist. Genau. Und jede Antwort ist ja auch richtig. Weil wieder alleine auf der Welt, eigener Planet, eigene Programme, Werte und so weiter und so weiter. Für mich, Spiritualität fängt mit Selbsterkenntnis an. Das heißt, bist du in der Lage, sich selbst zu erkennen? Bist du in der Lage, sich selbst zu beobachten? Bist du in der Lage, sich selbst zu sehen? Man sagt ja nicht umsonst, erkenn dich selber und du erkennst den Gott. Genau.
Und bei der gewaltfreien Kommunikation, das ist ja auch A und O. Das ist ja der erste Schritt. Erkenne erstmal sich selbst. Erkenne in diesem Sinne, woher kommen deine Gefühle. Hat das mit dir was zu tun? Hat das mit dem anderen was zu tun? Beobachtung. Erkenne das. So. Stürze nicht sofort in deine Gefühle. Beobachte die erstmal. Das ist ja auch das Ziel der Meditation. In dem Sinne. Also ja. Es gibt ja auch noch verschiedene Stufen. Ja? Ja, ja. Genau. Glaubst du, dass die Sprache unserer Kultur uns daran hindert, unsere göttliche Energie näher kennenzulernen? Unsere göttliche Energie. Das klingt so göttlich. Ja. Die Sprache unserer Kultur. Ich denke, dass die Sprache an sich hat damit nicht so viel zu tun, sondern wie du die Sprache benutzt. Benutzt du die Sprache und erstmal natürlich wieder, das fängt mit dir selbst an. Hast du dich erkannt? Hast du dich gesehen? Wie kommunizierst du mit dir selber? Das ist ja schon, das würde wahrscheinlich schon viele Antworten liefern. Und da denke ich wieder an die Numerologie, weil das hat ja unmittelbar was mit der Sprache zu tun. Und viele, die jetzt sich dafür interessieren, die sagen, ja, okay, mein Name, das ist ja ein Zufall. Wie kann man von Namen, aus dem Namen jetzt den Sinn erkennen? Und ich sage ja, alles, was wir sehen, hat einen Namen. Und wir sehen ja auch den Tisch und der Tisch hat ja auch einen Namen, Tisch. Und schon in diesem Namen steckt ja der Sinn. Wir wissen, okay, Tisch bedeutet das und das und das. Also der Sinn dieses Wortes ist Tisch. Also wir wissen, wofür wir den brauchen. Was ist der Sinn? Also was wir damit machen sozusagen, genau. Wofür wir den genau, verwenden. Genau, genau. Und so ist es auch in jedem Wort. Wenn wir das ein bisschen tiefer betrachten, dass es so viel Mystisches da drin. Also Ungesagten. Wir benutzen das einfach so. Also unsere Sprache, die Worte. Aus der Gewohnheit heraus. Gewohnheit, ja. Einfach aus dem Impuls. Nur, was bedeutet das in Wirklichkeit? Wenn du darauf achtest, wenn du achtest, wie du deine Sprache benutzt, dann fließt dir auch die göttliche Energie natürlich. Ja, und es ist aber doch, finde ich, so, dass wir, ja, dass unsere Sprache ja schon irgendwie sehr gewaltvoll ist. Also wenn wir miteinander sprechen oder auch teilweise miteinander schreiben, kommen die Dinge doch oft sehr sachlich rüber, sage ich mal. Oder doch teilweise auch, wenn ich so den Umgang bei anderen sehe, finde ich, ist es ja schon sehr gewaltvoll. Ja, bei der Schreibsprache, das ist ja besonders schwierig, weil da kann man ja nicht das Nonverbale auch berücksichtigen. Also in den Medien jetzt, in den Chats oder so, gibt es jetzt diese ganzen Icons und Smileys und so weiter, die versuchen, das rüberzubringen. Ja, ja. So, und wenn nicht die, dann wüssten wir auch nicht, meinte jetzt diese Person sarkastisch oder nicht. Also oft ist es ja auch der Fall. Also die gewaltvolle Sprache, meiner Meinung nach, das fängt ja schon mit unserer Erziehung, mit unserer Gesellschaft an. Indem Fokussierung ist ja nicht natürlich auf Individualität auch,
Nur irgendwann kommt ja sehr viel zur Geltung die Leistung. Da wo schon im Kindergarten, in der Schule fängt es an mit Fähigkeiten, die benotet werden und dann auch mit Leistungen. So, der hat mehr geleistet, du hast weniger geleistet. Automatisch fühlt sich einer besser als der andere. Naja, vor allem wird dann auch damit vermittelt, dass wenn du eine schlechte Note hast, dass du automatisch nichts geleistet hast oder weniger geleistet hast, obwohl vielleicht derjenige sich viel mehr Mühe gegeben hat, als der, der vielleicht eine Eins hat. Genau. Aber dem anderen fällt es halt einfacher. Genau. So, und da fängt schon diese Bewertung an. Ja. Also es wird ja nicht auf Individualität geschaut, okay, ich bin so und so und du bist so und so, sondern wer hat was geleistet? Wer ist, irgendwann kommt ja zu diesem, wer ist weiter, wer ist größer, wer ist schöner, wer ist besser und so weiter und so weiter. Und das andere ist natürlich, dass wir müssen uns an irgendwelchen Normen orientieren. Ich meine jetzt nicht wir, sondern die Gesellschaft ist ja so aufgebaut, dass es gibt ja Normen. Und bist du jetzt normal, entsprichst du der Norm oder bist du ein bisschen was anderes? Also bist du jetzt im normalen Bereich? Ja, du hast ja vielleicht irgendwann deine Blutanalyse bekommen. Da gibt es immer diese Werte. So, und das ist normal und jetzt ein Wert ist minus 1 oder so und ist es schon nicht normal. Ja, Ist schon nicht ist okay, schon du musst krank. hier, ist schon krank, genau. So, und da fängt es schon an. Orientierung an Normen und an Leistung. Und da fängt schon diese, ja, das Wort Gewalt mag ich eigentlich nicht. Ja. Gewaltfrei. Oder gewaltfrei. Das ist so wie, denke nicht an rosa Elefanten. Ja. Ja. Das ist ja so ähnlich. Das heißt, reicht es denn, wenn ich jetzt als Einzige die gewaltfreie Kommunikation anwende? Ich weiß nicht, ob Oder das reicht, aber das ist schon mal gut. es ist schon mal ein Anfang. Es ist schon mal ein Anfang, genau. Und ich habe ja auch erwähnt, dass dieses Modell kann man ja auf verschiedenen Niveaus, verschiedenen Levels anwenden. Und Menschen haben ja auch verschiedene Bewusstseinsstufen. Menschen, ich weiß, ich will jetzt nicht in diese Bahn rutschen. Wer hat jetzt höheren Bewusstsein, um Gottes Willen? Ja. Nur, wenn ein Mensch sich schon mal gefragt hat, warum denke ich so? Oder warum habe ich jetzt diese und diese Gefühle, woher kommen die? Das ist schon mal ein, da sage ich mal, da kommt er schon ein Schrittchen weiter in eigener Entwicklung. Es wird schon ihm viel helfen, sich selbst zu verstehen. Und es kommt ja darauf an, auf welchem solchen Bewusstseinslevel, Niveau, Ebenen. Ebene die zwei Menschen kommunizieren. Ja klar, und wenn man natürlich, sag mal, wenn man auf derselben Ebene ist oder auf der ähnlichen Höhe, desto besser versteht man sich ja dann auch, ne? Genau. Genau. Weil je mehr ich mich selbst verstehe, desto besser werde ich auch dich verstehen. Ja. Das gibt Sinn. Können die Methode auch Kinder anwenden? Oder kann ich die meinen Kindern auch so beibringen? Ja, unbedingt. In vielen, vielen Kindergärten wird auch dieses Modell sehr erfolgreich angewendet. Ja. Und ich denke, genau Kinder sollen damit aufwachsen, mit diesem Gedanken und mit diesem Approach, sich selbst erstmal zu beobachten. Weil ich habe ja vor einige Zeit auch ein Interview gehört von einer Kindergärtnerin, die dann wirklich Schritt für Schritt das erzählt hat.
wie sie das mit Kindern verwendet und wie erfolgreich das ist, weil Kinder sind ja sehr direkt noch. Und die brauchen nicht lange Zeit, um zu verstehen, was sie fühlen. Ja, und wenn es tut weh, dann sagen die, ja, das tut mir weh. Warum hast du ihn gehauen? Ja, er wollte mir mein Spielzeug wegnehmen. Und der andere sagt, ja, ich wollte aber nur spielen mit dir. Und sie fragt ja, was fühlst du, wie geht es dir? Ja, es tut mir weh. Wolltest du ihm das antun? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mein Spielzeug zurück. Ja? So, und wenn die selber die Situation beobachten, Kinder, dann kommen die automatisch zu Lösungen. Und das ist ja ein super... Erwachsene kommen dann nur zu Ausreden. Genau. Die Erwachsenen, die versuchen ja, sich noch zu verteidigen. Ja, sich zu rechtfertigen. Genau. Kinder kommen ja mit Lösungen. So, dieses Modell ist ja noch nicht so weit und da... Also im Kindergarten, da alle Kinder sind ja noch gleich. So, ich bin okay, du bist okay, wir haben es geklärt, lass uns jetzt weiterspielen. Ja, naja, vor allem sind Kinder auch nicht so nachtragend, ne? Ja. Wie kann ich denn diese gewaltfreie Kommunikation jetzt fest in mein Leben integrieren? Hast du da vielleicht ein paar Tipps für uns? Ich würde sagen, der erste Schritt, ja, habe ich schon tausendmal heute gesagt, sich selbst beobachten und auch die anderen. Und zu versuchen, so zu verstehen, was läuft da auf dem anderen Planeten ab. Warum denkt er so? Warum ist er so? Warum sieht er so aus? Oder so wie er aussieht, muss er auch so denken. Körpersprache und Kommunikation, besonders Körpersprache oder Menschenkenntnis, hilft auch sehr, den anderen zu verstehen. Und zum Beispiel von Mimik kann man viel verstehen, wie dem Menschen geht gerade. Oder was für Gedankenprozesse laufen sehr oft bei ihm ab. Zum Beispiel Menschen, die so machen. Ja? Du erkennst, was ist denn wichtig. Menschen, die die Brille rücken, du erkennst, was denn wichtig ist. Du erkennst an den Lippen, was nicht okay ist für sie. Warum die skeptisch sind. Zum Beispiel, warum erwähne ich Lippen und Mund? Weil das ist ja ein Bereich in unserem Gesicht, was wir gar nicht kontrollieren können. Und das läuft sehr, sehr, sehr schnell. So diese Zuckungen. Das nehmen wir nur nicht wahr. Irgendwo wird unser Seppel, also selbsterfüllende Prophezeiungsperson, also das Männchen, mit wem wir immer sprechen, so eine kleine Jane, die bei dir da oben wohnt. Sie nimmt das wahr, nur das geht ja dann verloren. Ja, das wird ja, darauf wird nicht fokussiert. Wenn du ein bisschen beobachtest Menschen und so schaust auf die Mimik, du kannst sehr viel erkennen. So allein, was ich jetzt gemacht habe. Ja, die Lippen, dieses, jetzt mache ich das künstlich, ja, so ein Zucken und Ziehen in eine Seite. Das kommt von nichts. Ja, Dem Nichts. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ihm irgendwas nicht passt. Oder das, worüber er spricht, hat eine negative Energie für ihn. Negative Emotionen bringt dieses Bild mit sich. Noch einfacher ist es, an der Gestik zu erkennen, zum Beispiel. Hast du schon... Ich hoffe nicht, dass du solche Gäste gehabt hast, die so hier gesessen haben. Mit dem Finger? Ja. Ich glaube, mit dem Finger nicht. Also ich sitze gern so. So ist es okay. Aber so? Nee, ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen. So? Na klar, wie kann man hier in Anspannung sitzen? Bei Jana? Das geht ja gar nicht. So, aber wenn du jetzt mit deinem...
unterhältst. Ich erinnere mich so ein bisschen an Frau Merkel, die ist dann auch immer angespannt. Ich glaube, bei ihr ist es schon... Das heißt die Spannung. Irgendwas stimmt nicht. In Yoga heißt es Fokussierung. Auf jeden Fall muss die Energie raus. Energiefluss. Ja? Und bei Frau Merkel hat jemand irgendwann gesagt, okay, fokussiere dich. Bestimmt, okay, wenn du dich jetzt erden möchtest, fokussiere dich. Deswegen mach sie das. Okay. Wahrscheinlich. Könnte ja, kann ich auch jetzt eine so andere denken. Symbolik sein, ja. Ja. So, nur zum Beispiel das hier, das kommt aus dem Nichts. Wirklich. Und das heißt dann, derjenige ist nervös? Nervös bis zum aggressiv. Oh, okay, das hatte ich wirklich noch nie. Ja. Ja, das ist auch Anspannung, innere Anspannung. Ich habe ja viele Bewerber zu Interviews mitbegleitet. Okay. Das kommt aus dem Nichts. Das ist ja so höchste Anspannung. Nicht einverstanden sein. Wenn jetzt jemand sehr entspannt ist. Entspannt? Mhm. Das ist zum Beispiel entspannt. Ja. So entspannte Finger. Manchmal sitzen sie so. Na gut, dann sieht man, dass es schon ein bisschen krampfig ist. Ja, das ist entspannt. Was machen gern Menschen, die lügen? Sie machen das hier. Aha. So, weg damit. Ich liebe meine Schwiegermutter. Oder das hier. Okay. Ja, irgendwas so wegwischen. Also immer irgendwie so. Oder das hier, genau. Ja. Oder aus dem Tisch egal, so wo. Wegwischen. Oder einen Schritt zurückgehen. Wenn zum Beispiel im Stehen ein Gespräch stattfindet und dann plötzlich einer geht zurück, einen Schritt. Dann ist die Frage, warum möchte er sich distanzieren? Das heißt ja auch nicht unbedingt, dass er sofort lügt. Sondern also, dass er sich einfach da gerade nie wohlfühlt. Vielleicht auch mit der Frage nie, oder? Vielleicht möchte er was nicht sagen. Ja. Er distanziert sich. Ja? Also warum distanziert er sich? Warum wischt er das ab? So weg vom Tisch. Vielleicht die Körpersprache ist eigentlich noch viel wichtiger als Kommunikation. Wenn man jemanden sehen möchte, wirklich. Es ist ein Teil der Kommunikation. Nonverbale Kommunikation. Oder vom Händedruck. Ja. Ja. Hast du bemerkt, was du gemacht hast? Ja. Mit deinen Augenbrauen. Hast du es bemerkt? Genau. Man kann ja so viel erkennen. Und ja, jetzt ist nicht die Zeit, zum Hand zu geben. Leider. Aber ja, man kann so viel erkennen. Und leider geht es auch aus der Mode, den Händedruck. Also es wird umarmt oder jetzt wird das gemacht. Ja. Nicht nur der Händedruck, ne? Wenn wir dann jetzt alle mit Maske rumlaufen. Und ich denke mal, die Maske, die wird auch nicht mehr verloren gehen. Ganz im Gegenteil. Oh je. Also ich glaube, es wird eher noch schlimmer werden als besser. Und ich habe auch immer gesagt, ja, viele haben sich immer lustig gemacht über die Asiaten, die immer mit Maske rumgelaufen sind. Oder viele haben auch immer abwertend, sage ich mal, ja, Frauen bewertet mit Kopftuch oder gar noch mit Tuch im Gesicht. Ich glaube, bei uns ist es nicht mehr weit bis dahin. Ne? Also man sieht, wie schnell sowas geht und wie schnell sowas eben auch zum Alltag wird. Und dann kann man halt gar keine Mimik mehr erkennen, außer die Augen dann vielleicht noch. Genau. Naja. Ja, die haben ja sogar noch die Stirn verbunden, ne? Ist ja auch noch. Und dann muss man nur mit Augen kommunizieren. Also sieht man, was das alles macht. Naja, ich habe jetzt auch erlebt, dass zwei Menschen sich treffen und dann machen die erstmal so. Also die Maske ab, damit sie sich erstmal sehen. Damit sie sich überhaupt erkennen, ne? Ich weiß nicht, sich wissen, erkennen, wie viele aneinander vorbeilaufen jetzt. Ja, weil. Die sich kennen. Ja, das auch. Oder ein Forschungsgespräch habe ich ja auch erlebt. Vor kurzem. Da haben Menschen erstmal kurz abziehen, so quasi, ich bin das und ich bin so. Und du zeig dich auch erstmal.
So, weil so entsteht ja diese, das Nonverbale, dieses Gefühl. Weil nach dem Gespräch, was bleibt nach einem Gespräch? Ein Gefühl. Ja. Wir gehen raus, Gefühl bleibt. Oder wir haben uns heute Morgen geärgert, wir kommen zur Arbeit, wir haben schon vergessen, warum wir uns geärgert haben, das Gefühl bleibt. Und das meine ich mit Beobachtung. Ja, ja. Das Gefühl bleibt. So, woher kommt das Gefühl? Woher kommt dieses Unangenehme? Versuch mal, das wieder zu entschlüsseln. Das hat mit dem vielleicht gar nichts zu tun. Ja. Das ist ja wieder diese gewaltfreie Kommunikation. Ohne diese. Habe ich jetzt diese gesagt? Ja, aber tatsächlich geht durch das Masketragen oder dieses Vermummtsein geht halt auch das Gefühl verloren. Ne? Absolut. Absolut. Und ich glaube schon, dass wir halt im Unterbewusstsein eben auch viel von der Umgebung wahrnehmen in der Situation. Es ist ja nicht, wie du schon sagst, alles nur Kommunikation, sondern es ist ja vor allem auch Seelen, Fühlen, der Eindruck, die Umgebung. Da spielt ja noch viel mehr eine Rolle. Das Nonverbale. Genau. Das, was die berühmten 80% auch. Auch 80, ja, das ist ganz schön, ne? Ausmacht. Die Informationen gehen verloren, das Gefühl bleibt. Lassen wir das mal so stehen. Ich danke dir, liebe Victoria. Danke, dass du da warst. Danke dir, lieber Jana. Danke für das Gespräch und ja, auf eine gute Kommunikation in Zukunft. Dankeschön. Und ich wünsche dir, dass alle anderen, die bei dir hier auf dem Sofa sitzen, sind genauso tief und entspannt wie bis jetzt. Das hoffe ich auch. Und dass das hier nie kommt. Ich werde drauf achten. Genau. Super, vielen Dank. Danke dir. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und natürlich die kleine Glocke daneben aktiviert, damit ihr also sofort informiert werdet, sobald wir ein neues Video online bringen. Wir haben jetzt auch ein Spendenkonto. Wenn ihr also unseren Kanal unterstützen möchtet, dann freuen wir uns über eine Spende. Dankeschön.